Ja, ich begrüße euch wie immer recht herzlich hier aus der Praxis und möchte heute einmal einen Fall erklären. Da sollte man aufpassen, das sollte man vermeiden. Egal, ob du als Kunde selber schneidest oder auch als Fußpfleger, so etwas darf einfach nicht passieren. Heute war eine Kundin bei mir, die vor 14 Tagen erst die Füße hat machen lassen. Und wie man hier sehen kann, sind hier komplett die Ecken rausgeschnitten. Hier sieht man noch immer das Nagelmaterial. Ja, was hier stehen geblieben ist. Und ich zeige euch gleich in einem weiteren Video, wie man diese Ecken säubern muss. Auch hier ist die Ecke ausgeschnitten worden. Egal, ob es auf Wunsch der Kundin ist oder ob man das auch selber macht. Bitte, sowas macht man nicht. Da reicht wirklich eine Tamponade, und um den Nagel wieder anzuheben. Und wenn wirklich hier in diesem Bereich Druck sein sollte, ja, wie es hier auch ist, dann bitte tamponieren, Spange setzen und hier einen Abstandshalter reinbringen. Hier haben wir einmal dasselbe. Hier sind auch die Ecken nicht gesäubert worden. Auch hier haben wir dasselbe Problem. Und das ist immer massiv. Da muss man aufpassen, dass das wirklich hier gereinigt wird. Auch gerade auch, wenn Sie selber arbeiten. Man darf natürlich mit Gerätschaften nicht zu tief unter den Nagel, um den Nagel nicht zu lösen. Aber wenn ich das hier schon mache, was hier auch viel zu kurz ist, der Nagel ist extrem kurz geschnitten und man sieht hier ganz genau, dass der sich hier sofort einrollt. Der Nagel versucht sich sofort wieder am Nagelbett festzugreifen und was passiert? Der rollt ein und das wird massiv. Und wenn immer wieder so kurz geschnitten wird, hat die Kundin spätestens in einem halben bis zu einem Jahr ein massives Problem mit Rollnägeln. Hier ist auch noch einmal dasselbe passiert. Hier sind sogar noch Nagelecken stehen geblieben. Das sieht man gleich im nächsten Video. Da werde ich euch einmal zeigen, wie ich das gereinigt habe. Und jetzt hat die Kundin erstmal 4 Wochen Zeit, damit wir hier wieder ein bisschen eine Grundform reinkriegen. Und dann wird nachgeschaut, ob hier eventuell eine Spange gesetzt werden muss. Auch hier immer darauf achten, wenn Kunden hier in dem Bereich Schmerzen haben, guckt euch hier die Zehen an, wie die stehen. Ja, wenn die hier zu eng stehen, dann muss hier vorne auf jeden Fall ein Abstandshalter reingesetzt werden. Eine Mullbinde 20 cm gerollt und hier den Abstand gehalten, sobald ihr Strümpfe anzieht oder Schuhe anzieht, damit diese zwei hier nicht mehr aufeinandertreffen. Ja, so viel zum Nagelschnitt. Also noch einmal kurz erklärt. Hier, das darf niemals passieren, dass man hier so ausschneidet, ja, in die Ecken schneidet. Hier seht ihr, wie der sich reinrollt, wieder direkt in die Haut. Der wird sich rollen. Hier siehst du, dass das Nagelmaterial sofort faserig wird, auf Spannung steht, ja. Und die Wuchsrichtung wird gehemmt natürlich auch. Und da gibt es so viele Probleme. Also wenn ich euch zeige, wie der Nagel normalerweise in der Länge sein sollte, das ist erschreckend. Der sollte so, diese Länge sollte gegeben sein und dann hier rüber. Ja, das wäre hier die normale Länge für diesen Nagel. So, und jetzt sage ich wieder bis zum nächsten Video. Tschüss, freut euch drauf. Ich werde das nächste ranhängen, wie ich hier den Nagel gereinigt habe. Tschüss.